Guten Tag alle miteinander, wie geht's euch? Und herzlich willkommen zurück zu Let's Call Super Mario Maker mit einem Level von Tim Air und der wunderschönen Ankündigung für einen wunderschönen Livestream am Freitag, den 11.11. live in ihren Zuhause, sagte er und starb. Meine Damen und Herren, wir werden, weil Freitag ja der 11.11. ist und so weiter und so fort, und in gewissen Teilen dieses Landes man zu diesem Tage ja quasi gewisse Sachen zu feiern hat, werden wir natürlich hier schön auch Donkey Kong Country 2, warum würde ich das tun? Donkey Kong Country 2 spielen und dabei jedes Mal, wenn ich sterbe, weil das Spiel ist für mich blind, also es wird tatsächlich irgendeinen Sinn haben, mehr oder weniger. Ich meine, was hat schon Sinn von dem, was ich tue, aber das soll natürlich irgendeinen Sinn haben, namentlich. Jedes Mal, wenn ich sterbe, werde ich konsumieren, Cervezia und so, das werden wir tun, weil es gab ja damals schon mal eine Mega Man Beer Challenge für die Leute, die da, für die 900 und 10 Leute von euch, die damals noch nicht dabei waren. damals gab es das schon mal. Muss ich hier lang? Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich hier gerade Sachen überspringe. Habe ich jetzt gewonnen? Ich habe das... Du dummes, verficktes, schneckenartiges und damit meine ich Froschschildkrötenartiges Arschloch. Aber okay, wir haben so kann man... Warte mal, stopp. Moment, so werde ich jetzt einen Weltrekord aufstellen und dann das Level normal spielen. Also, ne, Donkey Kong Country Beer Challenge. Freitag, den 11.11.2016, Alter. Hier, für die Leute, die in der Zukunft gucken, ja, tut mir leid auch. um 18.30 Uhr. Und dann läuft das. Hier, twitch.tv/... Ah, Moment, das ist bestimmt alles, weil ich zufällig diesen Block hier gefunden habe. Das ist bestimmt nur, weil ich zu... Ja, klar. Das ist zufällig, weil ich zufällig diesen Block hier gefunden habe und von hier aus dann hier nach links rübergehen kann. Und mit links meine ich rechts. Fantastisch. Das sieht auf jeden Fall alles sehr, sehr spannend aus da. Und deswegen werden wir das auch gleich noch spielen. Aber ich möchte jetzt erstmal gucken. Ich weiß nicht, wie viele Leute dieses Level gespielt haben. Da habe ich vorhin nicht drauf geachtet. Aber vielleicht bin ich der Erste, der diesen wunderschönen Geheimgang findet und deswegen jetzt den Rekord hier aufstellen kann. Moment. Wir sind die Allergrößten. Wahrscheinlich habe ich jetzt damit keinen Weltrekord aufgestellt und ich werde weinen. Ich bin sehr wahrscheinlich, irgendwie habe ich das Gefühl, dass das nicht funktioniert haben wird. Ich glaube aber, dadurch, dass diese Tür mit dem Schlüssel da noch ist, also entweder gibt es hier noch einen zweiten Geheimgang oder da ist ein Bonus-Dingsbums. Das werden wir schon vielleicht noch rausfinden, je nachdem. Wenn ich die roten Münzen finde, ich gehe mal davon aus, dass ich die roten Münzen dafür brauche. Wenn ich die finde, dann alles toll. Wahrscheinlich bin ich weit davon entfernt. Nein. Ja, warte mal, Stern kriegst du schon mal, weil wir sind ja freundlich. Timmer. Und deswegen, deswegen machen wir das hier so. Also jetzt spielen wir. Wir spielen das Level dann jetzt aber vernünftig. Jetzt haben wir die ganzen Ankündigungen und so, die haben wir jetzt vom Tisch. Und wir haben auf jeden Fall auch vom Tisch hier quasi Abkürzung. Also läuft. Pass auf. Ja, jetzt müssen wir Konzentration. Konzentration und jetzt Level wie Level gewollt haben. Fantastisch. Aber auf der anderen Seite, das ist ja jetzt mit Sicherheit nicht zufällig da eingebaut gewesen. Und deswegen ist das ja quasi auch quasi so wie gewollt. Macht das hier alles, wenn... Muss ich so ein Ding hier mitnehmen, oder? Muss ich so ein Ding mitnehmen? Kann ich jetzt hier rein? Ich kann hier rein. Ich nehm das Ding mal vorsichtshalber, nehmen wir da mal mit. Okay, also meine Alternative jetzt... Meine Alternative dazu, das Level mehr oder weniger zu überspringen, ist ein Wasserlevel zu spielen. Aha. Ist okay, komme ich mit klar. Komme ich absolut mit klar. Warum ist diese Ecke hier oben, außer mich zu verwirren? Was, das ist jetzt irgendwie... Von wir haben ganz schön viel zu feiern, weil es ist lustig, irgendwie innerhalb von einer halben Sekunde gesprungen zu verfickte Scheiße Wasserlevel, wir werden alle sterben. Aber das macht ja nichts mehr, da sind wir, kann hier drauf stehen. Doof Mensch Jochen, doof. Nein. Jochen. Ja, das ist im Grunde, meine Katze ist ja auch Yoshi, für die, die das nicht wissen. Aber der hat natürlich auch einen Spitznamen und der Spitzname lautet Jochen. Weil er sich manchmal, er sitzt wahrscheinlich jetzt wieder hinterm Vorhang und denkt sich, heilige Scheiße, halt doch mal die Fresse, ich will schlafen, du Arschloch. Genau so, das wird gerade passieren. Also der heißt Jochen, sagt hallo, alle hallo zu Jochen sagen. Fantastisch. Läuft. Der Typ ist irgendwann, der ist sowieso, ich meine jetzt eigentlich schon, also der ist quasi berühmt. Das ist schön. Der kriegt, der hat auch den übelsten Höhenflug. Von daher, ha. Muss das so sein, Alter? Man muss doch da nicht solche Sachen machen. Man kann doch freundliche Sachen machen. Und ich hier, Sprünge mit, Vorsprung unter der Decke. Das sind doch Sachen, die... Danke. Kein Wasserlevel mit. Nein! Hör doch mal auf, warum muss ich so gequält werden? Ich habe doch keinem was getan, außer dass ich ein Level gerade übersprungen habe. Abgesehen davon. Jedes Mal, wenn ich sage, ich habe keinem was getan, fällt mir dann irgendwie eine Sekunde später ein, dass ich doch irgendwie im Grunde genommen dafür sorge, dass die Welt in sich zusammenbricht. Indirekt zumindest. Also zumindest trage ich meinen Teil dazu bei und dann ist auch alles ganz schrecklich. Tschö. Ja, war schön mit euch, ne? Also, das sind übrigens sehr, sehr angenehme Geräusche, finde ich. Wenn die Typen sterben oder so irgendwo gegenrasen, also das sind... Warum gemein? Ich nicht gemein gewesen, also warum gemein? Dafür extra leben. So, guck, habe ich das zumindest. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass dieser Bowser mich noch das ein oder andere kosten wird. Ich weiß nicht, irgendwie... Muss ich hier rein? Das ist aber ganz schön verwirrend.
Dafür, dass die Alternative besteht, ja einfach nur quasi einmal über den Level drüber zu laufen, ist das hier aber ganz schön. Also ich hätte. Ich meine, mir war klar, dass es ein bisschen komplexer wird, als einfach nur geradeaus nach rechts zu laufen, aber ich hätte. Also das ist schon sehr, sehr komplex. Ja. Aber ja, ist ja schön, ne? Das ist ja nicht jetzt irgendwie. Also, gut. Fantastisch. Bist du bitte einfach, mach dein Ding. Also gut, außer natürlich Wasserlevel und außer Bowser Junior. Das kann ich so nicht akzeptieren. Das kann und werde ich so nicht akzeptieren. Danke, Yoshi. Stopp. Danke. Attention und Konzentration. Ist das der Schlüssel, den ich brauchte? Ist das der Schlüssel, den ich brauchte für Geheimgang-Typ? Das ist bestimmt der Schlüssel, den ich brauchte für Geheimgang-Typ. Aber dafür erstmal nochmal Wasserlevel. Weil unbedingt. Zwingend. Ich werde jetzt einfach schweigen. Das machen wir jetzt immer. Das ist jetzt eigentlich eine gerechte Strafe, oder? Jedes Mal, wenn ich Wasserlevel spiele, schweige ich einfach. Also das ist dann, also ich meine gut, für euch dann wahrscheinlich eher eine Belohnung, deswegen werden wir mehr Wasserlevel spielen, aber das ist egal. Hilft der mich hier? Nee. Gut, so viel zum Thema Hitbox. Danke, dass die Hitbox kleiner ist als mein Körper. Das ist fantastisch. Hier ist bestimmt jetzt nicht Bowser. Nee, nee. Ist aber schön, schön niedlich und klein. Warte mal, stopp. Jetzt machen wir erstmal. Wenn hier ist kein Geheimgang drin, wenn hier ist nicht das übelst Münzen und Extra-Leben. Guck, hat sich gelohnt. Nehmen wir. Wie schön. Hör mal. Jetzt kann man hier richtig schön übelst die Extra-Leben farmen und alles ist ganz fantastisch und ganz toll. Geh mal davon aus, dass ich den Bowser jetzt nicht noch umbringen muss. Wir nehmen das jetzt einfach mal so hin. Nein, du wirst jetzt nichts mehr tun, außer sterben. Fällt er jetzt durch den Boden durch? Er fällt natürlich durch den Boden durch. Warum? Weil er es kann und weil er Bowser ist, gottverdammte Scheiße. Also, cooles Level. Mit zwei verschiedenen Ausgängen und wir haben den Geheimgang gefunden und den verdammten Rekord aufgestellt, der wahrscheinlich sowieso nicht länger als 3 Tage Bestand haben wird. Aber das macht gar nichts. Weil wir ja, also wir können ja auch gönnen, ne? Muss man auch lernen. Lernen. fuck. Nee, nicht kommentieren. Halt, stopp. Nicht ich doof. Ich kann nicht reden, schreiben. Bowser's Castle Extreme. Wir spielen mal Bowser's Castle Extreme. Ich werde das sehr wahrscheinlich wie immer bereuen. Dreher, ja? Was ist deine. Dadurch, dass der erste Teil des Namens fehlt, ist sie jetzt nicht mehr Andrea, sondern Ausdreher. Level. Level mit Türen. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich sterben werde. Aber das macht gar nichts, weil diese Tür die richtige war. Und deswegen, das wäre auch toll, wenn ich jetzt so immer kommentieren würde. Und hier, ja, das ist dann jetzt hier diese Röhre. Vielleicht können wir wirklich kommentieren, was wir tun. Wir machen jetzt quasi Play-by-Play. Ich erzähle keine Geschichten mehr, wir machen jetzt einfach nur Play-by-Play. Wir laufen an diesem wunderschönen Ding durch die Gegend. Der hintere Kopf dieses Floßes wackelt nicht im Gegensatz zum eigentlichen Super Mario World Engine, was mich sehr, sehr enttäuscht. Weil wir hatten ja in Super Mario World, ich glaube, festgestellt, dass das der Motor, der Motor ist, oder? Was? Wieso das denn? Das hat mich jetzt alles im Kreis geführt. Ja, gut. Dann vielleicht. Warte mal, stopp, hier war ich ja noch nicht. Hier bin ich ja quasi noch nicht lang gegangen. Hier geht jetzt alle sterben und dann du auch und dann die kann ich aber nicht, ne? Ach, die kann ich auch. Da macht ja viel Sinn. Wir haben Stachelpanzer, werden dann aber von Feuer gedingsbums. Ich hab da irgendwie quasi so eine kleine Sicherheitslücke in eurer Panzerung quasi festgestellt. Munkelmann. Diese Knochen werden mich. Ich wollte gerade sagen, die werden mich jetzt bestimmt. Ja, ja. Ja, 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 das ist egal, dann rennen wir halt einfach so hier durch und ich werde das bereuen. Ich werde das bereuen. Wenn er mich jetzt umgebracht hätte, ich wäre stinkend. Wie gehe ich das jetzt am besten an? Wie gehe ich das jetzt am besten an? Eigentlich am besten so, ne? Aber das ist vielleicht auch scheiße. Hätte ich mal den Hit behalten. Hätte ich mal den Hit behalten, jetzt bereue ich das alles. Ich wusste es. Das ist so doof. Ja, weißt du Bescheid, ne? Also, das ist jetzt dann quasi auch die. Ach, jetzt bin ich den kompletten Weg gegangen für die. Ach, fuck. Jetzt bin ich den kompletten Weg gegangen für die Fireflower und hab die jetzt nicht mehr, weil ich Tölpel in den verdammten Knochen reingerannt bin. Gut. Hast du gut gemacht, mein Jung. Minge Jung. So, jetzt läuft dann nämlich hier. Gib mir das da. Das heißt, die Seite macht doch Sinn. Das ist nicht einfach nur irgendein komischer Kreisel, der uns quasi im Kreis führt, wie Kreisel das normalerweise so tun, sondern das hat tatsächlich Sinn. Na gut, dann macht das ja quasi Sinn. Fantastisch, ich weiß, danke. Bin fürchterlich begeistert. Komm her und geh sterben. Komm her und geh sterben und jetzt du auch. So, guck, jetzt läuft das. Moment, ich bin ja total bescheuert. Ich kann ja den ja eigentlich die ganze Zeit nehmen. Ich kann ja den nehmen und dann so... Nein! Ja, alles Absicht, weil das macht ja so viel mehr Spaß. So, das ist ja sehr viel cooler, weil so mache ich ja wenigstens Sachen selbst, anstatt dazu mal zuzugucken, wie Sachen passieren. Und das ist natürlich sehr viel toller, weil wir spielen ja ein Videospiel und kein... Steh. Gehe ich recht in Annahme, dass ich das nicht schaffen werde? Oh, nö, tue ich nicht. Das ist fantastisch. Dann ist ja alles okay quasi. Also mehr oder weniger bis hierhin. So weit, so gut. Das Ding ist, ich hoffe, dass ich jetzt die Fireflower nie brauchen werde hier nach.
Ich könnte jetzt einfach so machen. Ich könnte jetzt einfach so. Warum habe ich das nicht gerade gemacht? Warum habe ich das nicht gerade einfach so gemacht? Warum habe ich gerade einfach nicht so gemacht? Das wäre doch fürchterlich klug gewesen, wenn ich das getan hätte. Aber ja, wer macht schon kluge Sachen in solchen Videos? Das wäre ja quasi dann absurd. Level. Was geht jetzt hier noch so? Also das ist auf jeden Fall, also was auf jeden Fall schon mal festzuhalten ist. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir überhaupt gar nicht. Da kommt noch einer. Ach du Scheiße. Also was auf jeden Fall schon mal festzuhalten ist, das ist auf jeden Fall sehr extrem. Also der Level steht auf jeden Fall, ich finde mal interessant, dass Nintendo das der Level nennt. Für mich ist das Level, aber ist auch egal. Kann schon mal drüber diskutieren plötzlich. Das ist also auf jeden Fall extrem. Also zumindest das, also das Level steht zu seinem Namen und alles ist schrecklich und extrem. Ich hätte gerne einen Checkpoint. Oder das da. Ist auch gut. Ist gut. Nehmen wir gut und dann hier jetzt bestimmt irgendwas Wichtiges drin. Toll! Da habe ich ja jetzt ganz viel von. Ich hoffe, dass ich das nicht noch brauche. Ich hoffe, dass ich den P-Switch nicht noch brauche. Die treffen mich bestimmt gleich. Ja, das war so klar. Das war so klar, dass sie genau die. Das Ding ist, ich sehe ja nicht mal mehr, wo die sind. Ja. Jetzt gib mir doch bitte einen Checkpoint. Ich will da nicht alle nochmal machen, Alter. Ich weiß, dass ich gleich sterben werde. Warum denn kein Checkpoint? Warum keinen verfickten Checkpoint? Sag mir das mal bitte. Okay, wir werden das jetzt nochmal versuchen. Es ist für mich ziemlich gemein, dass ich keine verdammte Ahnung habe, wo diese Typen rauskommen. Und so dann relativ wenig Möglichkeit habe, dafür zu sorgen, dass die Arschlöcher mich nicht treffen. Aber okay, wir werden schon irgendwie, wir werden meistern, klar. Selbstredend. Wenn die mich jetzt nicht getroffen hätten, könnte ich da einfach reingehen und hätte gewonnen. Das ist ja fantastisch, das ist ja super. Dann muss ich jetzt deswegen extra in die Tür gehen und werde hier wieder sterben, weil alles toll ist. Lass mich einfach nur durch. Gib mir da jetzt bitte ein Power-Up. Warum? Keine Ahnung, was hier passiert. Kein Check. Gib mir doch einfach irgendwas, woran ich mich festhalten kann. Oh Gott, ey. Lass mich doch bitte einfach nur leben. Danke. Bin ich jetzt neben dem Bowser? Bin ich immer noch nicht? Wieso? Ey, sag mal, ohne Scheiß, geht es noch ganz gut oder what? Gib mir doch mal bitte irgendwas. Nein. Muss das sein? Ist das Niveau, auf das wir uns hier begeben wollen? Ist das wirklich das Niveau, auf das wir uns begeben wollen? Ich werde sterben. Alles ist ganz toll, weil alle sterben. Fick dich. Okay. Diesmal direkt klein und ich werde mir jetzt einfach so viel Zeit nehmen wie irgend möglich für diese Stelle. Sagte er und rannte beinahe in das Feuer, unnötigerweise. Ich werde keine von diesen Türen betreten. Das ist für mich eine verfickte Schweinerei. Ohne Scheiß. Das ist Arsch, aber das weiß. Das Ding ist, normalerweise müssen wir es doch eigentlich lernen. Wir haben es doch aus The Walking Dead gelernt. Andrea zu trauen ist einfach. Weiß nicht, ist gewagt. Ist zumindest gewagt. Ich stehe sehr, sehr schlecht hier, glaube ich, das Gefühl. Aber das macht gar nichts, weil wo wird man in diesem Höllenloch schon ganz gut stehen? Das ist jetzt dann natürlich die verdammte Frage. Das ist grausam. Das ist absolut grausam. Ich habe Angst. Aber okay, wir nehmen dazu hin. Da ist die Röhre. Wahrscheinlich kommt danach direkt der Bowser. Ohne Scheiß, wenn jetzt hier der Bowser kommt und ich sterbe und ich sehe, dass das Ende des Levels ist. Ist mir egal, ob ich schaffe oder nicht. Dann ist mir das vollkommen egal. Das ist der Bowser und ich muss eigentlich nur noch. Okay, ist mir scheißegal. Wir haben das Ende des Levels gesehen, meine Damen und Herren. Jetzt mal ohne Scheiß. Das spiele ich jetzt nicht nochmal. Nein, wir werden dafür lieber noch ein kurzes nächstes Level spielen. Nächstes Level. Das beliebteste, leichte Level der Welt im Moment. Ich bin gespannt. World 3 extra, extra 3. Also nicht so wechseln mit. Zahnpasta. Und damit meine ich, Dingenskirchen hier, Bonbons, Kaugummi. Ich bin überraschenderweise kein Kaugummi-Esser. Like, comment, subscribe. Für weniger Kaugummi-Esser. Also, in meinem Fall sind wir da auf jeden Fall schon mal auf einem ganz guten Pfad. Wir werden jetzt bitte nicht. Ich habe es geschafft, in dem beliebtesten leichten Level auf dieser Erde zu sterben. Fantastisch. Da siehst du mal wieder, was hier für ein Profi am Weg ist. Also, das ist wirklich, ich weiß, es ist unfassbar. Aber, weißt du, manchmal muss man das tun für ein bisschen Comedy, Alter. Shit, ich hätte wahrscheinlich den Pilz da sogar gekriegt vorhin. Wahrscheinlich hätte ich sogar den Pilz holen können, wenn ich den gewollt hätte oder dann gedacht oder was auch immer. Tschö. Die. Nein, was soll das überhaupt alles darstellen? Vulkane oder what? Alles sind Vulkane. Hier, Checkpoint. Den hätte ich gerade auch mal irgendwo gehabt, aber stattdessen dann halt nicht. Also, fantastisch. Geht so. Alter, geht so. Keiner Andrea mehr trauen. Das machen wir nie wieder.
Und dann noch ein Off-Dreher, noch schlimmer. Also das, das ist ja schon fast so schlimm wie Bochum-Langendreher. Fantastisch. Lack und Stripe für. Von einer Person weiß ich, dass sie weiß, wo Bochum Lang. Zwei Personen weiß ich, wo sie dazu wissen, wo Bochum Langendreher ist, aber ansonsten, Like und Subscribe für Bochum Langendreher. Meine Damen und Herren, das sind die Sachen, die wir brauchen. Dafür bitte Like beim Kaputtklopp und so weiter und so fort. Für weniger Level von komischen Zombie-Tanten, Alter. Da werden wir nichts mehr mit zu tun haben. Das ist nichts, womit ich quasi mich abgebe. Verstehst du? Es ist quasi unter meinem Niveau, selbstverständlich. In den Kommentaren, mehr Level und so weiter und so fort. Und wie sehr freut ihr euch eigentlich auf den Livestream am 11.11.? Ha, vielen lieben Dank, dass ihr da wart und offiziell winkenderweise bis zum nächsten Video. Ja, liebe Leute, tschüss.